Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Fable Anniversary. Es ist ewig her, dass ich gespielt habe, muss ich ganz offen zugestehen und eingestehen. Und ich glaube, das letzte Mal haben wir Whisper, also so eine Arena, besiegt und getötet, ne? War das nicht so? Ja, ich glaube, das war es so in dem Fall. Kann auch sein, dass es eine andere Folge... Oh Gott. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. So. Ja, ich habe allerdings mal ein bisschen Gedanken gemacht zum Charakter und ich würde ihn doch sehr gerne mal zu einem Magier machen. Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, was für Klamotten da so prädestiniert sind. Ha! So, das ist doch unser Haus, ne? Haben wir es vermietet? Nee, das ist ja unser Haus, ne? Ja. Wollte gerade sagen, ich habe unser altes Kinderhaus gekauft. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Das kranke Kind, brr. Ja, Hühnertritt, Schwert im Stein, Tempel des Lichtes. Ich würde ja nochmal gerne das Schwert im Stein machen. Huch! Mach keinen Scheiß hier. Ich würde nochmal gerne den Dings machen. Eine Rückreise nach Gnot holt late. Nee, ich will keine Ruhe. Aber ich glaube, anders kommen wir da nicht hin, ne? Gott, müssen wir da Knote Glade. Knot Hole Glade. Ja, es ist mir jetzt mal so in den Sinn gekommen. Ich würde den doch einmal gern zum Magier machen, weil, keine Ahnung, man spielt so oft irgendwann Barbaren oder Krieger und bla und irgendwie, ja. Alter! Da bin ich erschrocken hier. Hier riecht es und blitzt es. So. Alter, der ganze Schatten hier bewegt sich jetzt beim Gewitter. Ja, ich habe auch gerade einen Adam-Log aufgenommen zum Thema Änderungen. Ich glaube, die müssten aber mittlerweile schon längst durch sein, wenn ihr diese Folge hier seht. Nämlich die Änderung halt, dass jetzt am Wochenende genauso die Let's Plays erscheinen wie in der Woche selbst. Oh, und dann habe ich gerade mal wieder ein bisschen her News-Trailer. Ich werde nochmal zu einer richtigen Klatschblase, wisst ihr das? Ey, das ist grausam. Ich habe mit jetzt gerade Herrn Nie. Oh! Alter! Schreck mich nicht so! Alter! Alter, wo kommt der denn her? Da läufst du jetzt. Oh, Alter. Kann ich den nicht an dem vorbeilaufen oder so? Alter. Also was, du reichst mir. Genau so war das ja. Man muss rangehen. Und wenn er springt, weg. Crap. Das war zu spät. Hör auf damit. Ja komm, spring. Mach Jump. Ja, es geht doch. Ah. Dann hauen wir ihn wieder ein bisschen. Gehen wir wieder zurück. Das haben wir in der Arena gelernt, als wir gegen diese beiden Trolle gekämpft haben. Ja, wieder zu spät. Ich muss ein bisschen früher reagieren. Mann, verreck endlich. Genau, von Weitem können wir dann ja noch einen kleinen Feuerball auf ihn zu. Mann, wie fährt denn das Vieh? Wir haben ja diesmal auch keine Lebensanzeige von dem. Ah, Mist, ich... Ja, bevor wir zu spät. Nee, ja, gleich. Könntest du jetzt einfach mal verrecken? Reicht schon, dass du mir gerade den unglaublichen Schrecken eingehört hast. Oh ja, mit dem nicht. Könntest du bitte weggehen? Ja, ich muss dich sonst töten, wenn du jetzt... Na, aua. Ja. Irgendwas sagt mir, dass der... Ich wollte sagen, die Händler ist ein bisschen selbstmordgefährdet. Es geht doch. Yay! Was wollte ich sagen? Ach ja, ich wollte ja nochmal sagen, ich bin in einer Klatschblase, weil ich habe mir das jetzt gerade mal wieder eine Folge angeguckt von Herr Newstime und dabei ging es um
Sag schon, wie ist er denn nochmal? Die Lochis, genau. Dass die Lochis ja jetzt ihr Video Boys vs. Girls in der Schule geklaut haben. Von einer... Ah, hier geht's zur Arena, gut. Von einer YouTuberin, die heißt My Baby. My Baby, genau. Und das war doch sehr interessant, weil es gab ja vor kurzem da schon eine... Achso, ja, das Küken zu essen ist ja böse. Stimmt ja. Was wollt ihr, hä? Bitteschön! Muss ich die jetzt anvisieren? Wir sind ja böse, habe ich ganz vergessen. Wir sind ja böse. So. Jedenfalls ging es da halt darum, und es gab ja schon vor kurzem einen Vorfall mit, wie heißt er nochmal? Altana Banana? Der YouTuber hat mir nie. Finde ich sowieso schön. Ich lerne durch Newstime-YouTuber kennen, die ich noch nie. Was ist das denn? Also. Mit denen ich eigentlich so gesehen noch nie. Von denen ich noch nie was gehört habe. Zwischenzeit. Mich noch nie mit beschäftigt habe. Vernichter von. Ja, spreche ich aus. Jedenfalls, da hat er ja auch sowas gemacht, dass er irgendwie versucht hat, eine persönliche Story als seine eigene auszugeben, und ganz klar war, dass das eigentlich eine Story von einem anderen YouTuber ist, aus einem anderen Land. Und anscheinend nimmt das ja ziemlich zu, oder beziehungsweise hat es schon zugenommen. Dieses Klauen, dieses einfach nehmen, wegnehmen vom Content. So, können wir es diesmal ziehen? Ja. Oh, fass mich in die Füße, immer noch nicht. Wird. Jedenfalls, und ich muss sagen, also, bei, wie gesagt, Altana Banana habe ich nie gekannt. Ah, guck mal, sogar eine Kiste. Habe ich nie gekannt, weil, keine Ahnung, warum. Und, aber die Lochis, die haben mir natürlich schon was gesagt. Weil, ich glaube, auch so Sänger, also, auch Sänger und so. Aber, jetzt mal kurz gucken wieder auf die, ne? Aber da war ich ein bisschen überrascht, weil die sind ja mit 2,1 Millionen doch auch schon ganz gute und große YouTuber, kann man fast sagen. Und ja, zumindest zur Familie Grey jetzt. Man bringt ihn in Sicherheit. Abandoned Road. Ah, ja, dann gehen wir doch mal da kurz hin, ne? Naja, nicht ran. Jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Also, die sind ja schon wesentlich groß, kann man ja nicht anders sagen. Und dass die es dann nötig haben, echt. Und, dann wurde ja auch noch geschrieben, dass die einfach nur, dass sie sich inspirieren lassen haben von der My Baby zu diesem Video. Das stimmt gar nicht. Das Video ist, also wenn ihr so ganz seht, die Szenen sind fast genauso wie in dem Video von My Baby. Und die Texte sind auch fast 100% vom Englischen ins Deutsche nachgesprochen einfach. Und ich finde es immer schade. Ich würde ja, weißt du, anstatt zu sagen, dass sie dieses Video genommen haben und es einfach verdeutscht haben, also verdeutscht, wird gesagt, man hat nur sie inspirieren lassen. Also ich kapiere es nicht. Wenn man schon dabei erwischt wird und es nachgewiesen wird, sollte man wenigstens auch die Größe haben, besonders als großer YouTuber, auch dazu zu stehen, finde ich. Weil immerhin sind sie auch alleine auch Vorbilder für andere YouTuber, kleinere YouTuber. Und deswegen, ja. Aber was soll man sagen? Was ist das denn hier? Kann ich das kaputt machen? Ja, jo, yeah. Nö. Kann ich nicht kaputt machen. Aber, hä? Aber wie komme ich denn da lang? Hallo? Hallo? Geh kaputt! Ja, okay. Also, da kommen wir auf jeden Fall nicht lang, wie es aussieht. Das ist ja ein ganz großes Kino hier. ja, zu links, links, lag. Was ist denn das nächste da in der Nähe? Ich glaube, es war Oakvale, ne? Da dürfen wir wieder zurück, da wo wir herkamen. Da wunderbar. Jedenfalls, ich finde, wenn man schon sowas gemacht hat und man wurde dabei erwischt und auch nachweislich, sollte man wenigstens den Fehler zugeben und dann sagen so, ja, tut uns leid. Aber so haben wir es jetzt wenigstens verdeutscht und dann wäre alles in Ordnung. Es hätte ja jetzt niemand, oder sagen wir mal jetzt, hätte ja jetzt ja niemand die Lochis für die größten Betrüger und Diebe und Horst nicht gesehen. Ja, einige wird es wahrscheinlich geben, aber von mir ausgesprochen, also wenn ich jetzt aus meiner Sicht rede, ja nicht, aber naja.
Aber naja, wollen wir das mal verschieben. Das könnte ja ein gutes Thema nochmal für die... Nee, geht auch nicht kaputt. Gut. Das könnte mal ein Thema für einen anderen Gamers-Podcast sein. Vielleicht nach der YouTuber-Reihe oder sogar jetzt sogar zur YouTuber-Reihe. Müssen wir mal einfach mal schauen. So. Muss ich in die Höhle? Ja, ich muss in die Höhle. Mann, ich habe so lange kein Dings mehr gespielt. Hier kein... Fable, das ist schon schrecklich. Ja. Ich muss aber auch derzeit sagen, ich bin ziemlich, weiß nicht, auf einem kreativen Trip. Weil, wenn ich zum Beispiel alleine an Pokémon denke, was ich da jetzt gemacht habe mit dem Rahmen. Ich habe jetzt auch vor, zu zukünftigen Let's Plays, also jetzt werde ich jetzt nicht hier nochmal einfügen, aber zu zukünftigen Let's Plays, diese auch mit Rahmen zu spielen. Bitte helft mir. Mein Bruder Thomas hat sich irgendwo davon verirrt. Okay. Nach. Ich glaube, er ist irgendwo da oben. Okay, ich komme mit. Such den gestrandeten Händler. Ah, und da sind einiges an Gegner. Kumpel, lauf nicht so weit voraus. Er ist tiefer in den Wald rein. Ich trau mich da nicht hin. Na, kein Problem. Hey Kumpel, schmeck mein Feuerball! Ach, er ist K.O. Er ist nicht tot, aber er ist... Dann stechen wir ihn einfach nochmal. So. Ja, auf jeden Fall möchte ich die Spiele zukünftig mit kleinem Rahmen spielen. Heißt, der Reim wird jetzt nicht so riesig sein, aber damit der... Aua, ich hab dich gar nicht gesehen, Kollege. So. Ey, Alter. Was bist du denn für ein Kollege hier? Geh mal weg. Geht doch. Ja, wir sind böse, also es ist mir egal, wen wir töten. Hauptsache wir töten. Das ist auch so die Frage, werde ich mich mal so ein bisschen in das RP... Erstmal dem... Alter! So. Guck mal, ich habe meinen Freund getötet. Ich würde sehr gerne, wie gesagt, einen Magier spielen. Deswegen werde ich mich mal ein bisschen so in Zukunft daran orientieren. Alter! Böse! Da ist der! Natürlich bin ich da! Ich stand die ganze Zeit vor dir und hab dir aufs Maul gegeben, mein Freund. Alter. Was? Ich mach gleich hier bäh. Komm her! Komm hier! Könntest du jetzt einfach mal sterben? Tot? Nö. Aber jetzt! Wie war es mit dem Kugeln anziehen? So, genau. So. Hey, ja, auf jeden Fall noch. Und ich überlege die ganze Zeit, vielleicht gehe ich so ein bisschen mehr in das RPG hinein. So ein bisschen, ja, mal ein bisschen mitspielen, wisst ihr? Ich bin ja eigentlich ein Rollenspieler, durch und weg. So. Gucken wir doch mal. Da oben ist noch einer. Ja, ist klar. Warum dreht er sich um, wenn ich ziele? So, Kumpel. Jetzt wird's heiß. Pass auf! Holen wir mal den Bogen raus. Ach, er ist tot. Ah, er ist nicht tot, sondern bewusstlos gewesen. Aber jetzt ist er tot. So. Ja, jetzt sind wir da, ne? Da ist der Kumpel. Voll die Ninja hier. Ah, wir wollen mal sehen, wer hier aufgeschlitzt wird. Zeig, was du kannst. Los, gib mir einen richtigen Kampf hier. Ist das alles? Ah, du langweiligst mich. Guck mal, du langweiligst mich so sehr, dass du noch meine Klinge in deine Brust bekommst. So, du Schwachkopf. Was machst du? Ich hab mich verirrt. Halt die Schnauze. Bitte helft. Ich folge euch zu meinem Bruder. Ihr müsst ihn doch gesehen. Ja, beweg deinen Arsch, Mann. Ach, da kommen schon wieder ein paar... Mit Pfeilen. Lächerlich. Schmeckt dir mein Feuerball? Dann folge mal.
Ein bisschen Damage haben wir bekommen, wa? Dann ziehe ich mir mal einen kleinen Gesundheitstrank rein. So. Was ist denn daran gruselig, du Feigling? Das macht doch Spaß. Ah, komm mal, da vorne wartet wieder einer. Na, Freund? Wie konnte ich nur so dumm sein? Ah, du ein dummer Schwächling bist. So. Dann machen wir noch so eine gute Nacht. So, ah. Was sitzt du denn da? Das war alles. Ich habe Angst. Wo kommst du denn her? Naja, noch mehr zum Abschlachten. So. Er ist tot, gut. Sehr schön. Ich folge, ich folge. Ja, dann beweg dich, sonst lasse ich dich hier oder ich schlachte dich auch ab. Nutzlose Quest, aber was macht man nicht für das für ein bisschen Gold, ne? Die Baggen. Was denn? Ist das alles? Komm schon. Fordert mich doch mal ein bisschen. Guck mal. Komm schon, schluck meine Feuerbälle, du Schwächling. Oh. So. So, hier ist sein Bruder. Oh, ihr habt ihn gefunden. Danke, danke. Oh, jetzt her mit dem Geld. Nehmt das. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Zeig mal her. Ein Schatztipp. Eure Suche nach Schätzen kann nur enden bald, wenn ihr dort sucht, wo Früchte liegen im Wald. Wo Früchte liegen im Wald? Vielleicht der Obsthain. Der Obsthain. Könnte nützlich sein. Dann gehen wir mal zum Obsthain, ne? Ja. Also. Ah, ihr habt den ersten Schatztipp gefunden. Man munkelt, dass ein wertvoller Gegenstand irgendwo in Albion versteckt sei. Irgendwo in Albion? Ach, halt die Schnauze, Mann. Ich weiß doch schon, wohin ich muss. Südbauer Stone. Aber jetzt muss man jetzt gucken, wo ich denn hinreise. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Ach, wir gehen einfach mal zur Heldengilde. Dann können wir uns auch gleich mal ein bisschen aufstufen und ein bisschen was dafür tun, dass man... Oder auch ein bisschen in Stärke investieren, falls es noch klappt. Weil ich will ja die Klinge haben. Und wir müssen auch so ein bisschen auf unseren Rücken achten, weil ja Donner geschworen hat, dass er uns töten will dafür, dass wir... Geht nicht? Okay, 86.000. Ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Spare ich noch? Wie viel war mit dem für Magie? Kaum. Ich spare noch. Ja, Donner hat ja auch gedroht, dass er uns noch töten will, dafür, dass wir Whisper umgebracht haben. Aber weißt du was? Ich bin ganz offen und ehrlich, ich war kurz davor, sie zu verschonen, bis sie wieder anfing mit Trottel. Oder Tölpe. Ich glaube, Tölpe war es ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Sie kann nicht mal, wenn ihr Leben davon abhängt, von ihrem hohen Ross runterkommen. Dann musste sie den Preis dafür zahlen, den hat sie bezahlt. Mit ihrem Leben. Außerdem hätte sie es genauso getan, wäre sie stärker gewesen als wir. So, ich hole mir mal kurz einen Äpfel rein. Ach Gott, schon wieder alles voller Pest hier. Na, laden wir mal unseren Feuerball auf. Und gucken mal, dass wir irgendwie mal auch geradeaus gucken können, weil... So. Ist das alles? Na komm schon. Ihr enttäuscht mich. Ich hätte aber keine Herausforderung hier, Freunde. Warum dreht er sich immer nach rechts, wenn ich zielen will? Ich kapier's schon nicht. Was willst du, ne? Und du? Glaub nicht, dass ich dich verschone. Idiot. Ich glaub, du wirklich nicht verschone ihn. Warum? Weil ich jemand Gutherziges bin?
Träum weiter. So, was ist mit euch denn hier, hä? Ah. Echt? Ein Schlag und ihr seid tot? Ich bin enttäuscht. Na komm schon, zeig mir, was du kannst. Schwächlinge. Alle miteinander hier. Eigentlich seid ihr meine Zeit nicht wert, aber ihr gebt immer ein bisschen Erfahrung. Da! Oh Gott. Traurig. Einfach nur traurig. Ne? Zack. Ach, kommt schon. Macht mir mal ein bisschen Spaß hier. Ich kann auch nicht hinsehen bei so viel Schwäche. Na, ja, dann gehen wir mal weiter. Im Obsthain. Ich gehe mal davon aus, dass es der Obsthain ist, weil im Wald, wo er Obst farmt, so. Dort, wo im Wald das Obst fällt, ist auch irgendwie ein bisschen, oder die Früchte fallen, ist auch ein bisschen offensichtlich, ne? Was? Was ist denn das hier? Wieso komme ich da jetzt nicht durch? Gibt es noch einen anderen Weg? Ich muss mal versuchen, gucken, ob es einen anderen Weg gibt. Was ist das denn? Kann man hier auch eine Karte ansehen? So, ein bisschen reinzoomen wäre auch mal schön. Ich will die Karte doch nur einfach mal angucken. Habe ich nicht die Möglichkeit, einfach mal die Karte anzugucken? So, dankeschön. So, können wir auch reinzoomen? Ja, mit L können wir eigentlich reinzoomen. Steht doch. Ah, da. Ich will nur gucken, wegen dem Obst hier. Da, das ist der Obsthain. Wir kommen vom Great Wood Lake rein. Na, müssen wir den wohl in den Umweg nehmen. Weil irgendwie wurde die Obstfarm übernommen, wie es aussieht. Ach, nicht schon wieder. Ernsthaft. Ach, Leute, ey, wo kommt ihr denn schon wieder her? Ey, wenn jemand hier Händler abschlachtelt, bin ich das, kapiert? Komm, verschwinde. Ich kann auch nicht hinsehen. Ihr seid so halt die Schnauze, Mann. Ich glaube, ich stehe im Wald. Aber ich habe keine Zeit, sie mit euch zu verschwenden. Ich muss zum Great Wood Lake. Also, haltet die Backen. Den Schatz will ich mir jetzt aber mal holen. Da ist der Great Wood Sea. Great Wood Sea, genau sie. Besonders sie. So, und da müssen wir jetzt nach rechts. Na, guck mal, da hinten haben welche Spaß mit Händlern. Oh, Alter, ich krieg heute noch mein Herzinfarkt. Aua. Alter. Naja, ist ein bisschen anders. Oh, aber er war einfacher. Verschwinde. Was mein Problem ist, dass du lebst. Das ist mein Problem. Guck mal, weil du so frech warst. Ah, wie viele Schlüssel haben wir denn? Immer noch 4, ne? Ja. Daran habe ich mich noch erinnert. Also ich krieg heute noch mal ein Herz im Verfehlen, dass ich so weitergeht mit diesen dämlichen Trollen. So, zack. So, das war Nummer 1. Hell. Na, komm schon.
Was willst du? Hä? Auch ein Pfeil? Sag das doch gleich, dass du einen schönen Pfeil ins Gesicht willst. Ach. Naja, lassen wir die mal, das sind keine Gegner. So. Sammeln wir die Sachen hier noch ein. 17.000 mittlerweile wieder, das ist schick. Da könnte man wirklich mal nachgucken, ob man da nicht mal eine gute Zauberrüstung bekommt in der Witchwood Arena. Obstfarm, so. Ah, jetzt kommen wir hier rauf, okay. Kapier ich immer noch nicht, warum das Ei, das Tor da vorne zu ist. Beziehungsweise warum das so abgesperrt ist. Hey Leute, was ist denn los hier? Erleuchtet mich mal. Ich hoffe, was tut ihr schon wieder hier? Habt ihr uns nicht genug Ärger gemacht? Das ist aber schuld. Schon so schlimm genug. Meine Mutter wurde kürzlich ermordet. Echt? Ihr Grab ist auf der Farm und ich schwöre, dass ich ihren Geist gesehen habe. Mhm. Es tut mir weh, ihren rastlosen Geist zu sehen. Besucht ihr Grab und seht, ob sie noch da ist, ja? Ich weiß, früher habt ihr immer nur Ärger gemacht. Aber würdet ihr uns jetzt helfen? Was? Ich zahle, was ich kann. Ah, das ist schon was anderes. Ich wollte gerade sagen, will der uns beleidigen, aber wenn er uns bezahlt. Danke sehr. Was auch immer ihr tut, es hilft uns ganz bestimmt. Echt? Auch mein Klingel in deinem Kopf? Ach Gott, ja. Na, dann gucken wir mal nach der Alten. Ja, ich bin der Todbringer. Ich bring... Ne? Oh, hallo, mein Lieber. Hi. Keine Angst, Jungchen. Ich bin zwar tot, aber trotzdem nur eine alte Dame. Was willst du noch hier? Eine traurige Geschichte. Ich wollte Isaiah, meinem Sohn, ein Halsband bringen. Es war nämlich sein Hochzeitstag. Dann griff mich am Gretwood-See völlig unerwartet ein Räuber an. Tja, passiert schon mal. Stieß mir das Messer dreimal in die Brust und nahm das Halsband mit. Könntet ihr meinem Sohn das Halsband bringen, fände ich endlich Frieden. Es ist ein Familienerbstück seit Generationen schon. Heutzutage wird man, wo man geht und steht, mit einem Messer bedroht. Oh. Man läuft doch nicht alleine durch einen Wald, wo der bekannt dafür ist, dass sich da ein Däub rum... dann wollen wir doch mal dieses Halsband holen und mal sehen. Vielleicht behalten wir es auch selber. Ja? Ja, das geht nicht so gut gegen Wand. So, hier soll aber irgendwo ein Schatz sein. Es hieß ja da, wo das Obst fällt. Das heißt, es ist hier irgendwo. Gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall können wir Äpfel mitnehmen hier. Das ist doch auch gut. So ein bisschen was Kleines hier zum Futtern. Ja, geht's da hinten auch noch lang? Hier hinten ist noch ein Steg. Hier. Können wir hier angeln? Ja, tatsächlich. Hier ist ein blumberndes Gewässer. Dann angeln wir doch mal eine Runde. Ach ja. Wenn der zieht, darf ich ja... Und? Ist der Schatz? Und? Eine Koron-Visier-Tätowierung. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das der große Schatz war, von dem sie da gesprochen hat auf der Karte, aber... Gucken wir mal hier hinten am Steg. Ob hier hinten am Steg noch was ist. So. Hier ist Wasser. Wir könnten hier zwar angeln, aber hier blubbert kein Wasser. Das also heißt, es bringt nicht wirklich etwas. Hier? Ja, hier blubbert noch was. Dann gucken wir doch mal. Ne? Ne? Oh. Ich wollte gerade sagen, könntest du mich auch einholen lassen? Zieht doch fast die ganze Schnur weg. Weißt du? Und lässt mich hier kaum einziehen. Los, 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 los. Perfekt. Und, was ist es? Aha. Ein Silberschlüssel, perfekt. Yeah. Ich muss mich bei Steam mal auf Offline stellen irgendwie. Damit ich die Meldungen nicht immer kriege von anderen, die hier was spielen. So.
Ja, aber Leute, dann würde ich mal sagen, mit diesem wunderschönen Schatz beende ich die Folge für heute. Beim nächsten Mal werden wir gucken, ob wir das Halsband zurückkriegen und ob wir es behalten. Oder mal so freundlich sind, es ihm zurückgeben, um großzügig Geld zu bekommen. Mal sehen. Bis dahin, dann denken, Daumen oben lassen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Fable Anniversary. Bis dann, ciao.